Hallo Leute, seit dieser Woche haben wir ja einen Hund dazu bekommen im Spiel, den man im Lager freischalten kann, oder besser gesagt, ihr müsst ihn kaufen, und ganz billig sind ihr nicht. Und wer noch nicht weiß, wie das funktioniert, ihr geht bei Wilderness Outfitters rein. Dort, wo ihr den Lagerstil verändern könnt, findet ihr jetzt auch den Hund. Und zwar gibt es bei PlayStation 4 drei verschiedene Hunderassen. Und bei Xbox gibt es leider nur zwei Hunderassen. Aber dazu später mehr. Jetzt schauen wir uns mal die Preise an. Das ist hier der American Foxhound. Der beginnt bei 275. Und dann geht es weiter mit der zweiten Hunderasse. Das sind 330. Und das steigert sich dann auf $400. Man kann das auch mit Gold bezahlen. Das habe ich heute gemacht. War mir lieber, weil ich nicht weiß, was in Zukunft alles für Dollarausgaben auf uns drauf zukommen. Und Gold gefarmt habe ich in den letzten Wochen genug. Und dieser blonde Labrador hat es mir angetan. Aber jetzt sind wir nochmal schnell bei Xbox, ist das hier. Und dort gibt es nur zwei Hunderassen. Das ist der große Unterschied wieder zu PlayStation 4. Ich wollte es euch nur mitteilen, nicht dass ihr euch wundert, dass es eigentlich drei Hunderassen gibt, die man erwerben kann. Also Xbox ein bisschen benachteiligt, tut mir leid. Und der blonde Labrador hat es mir angetan. 12 Goldbarren war er mir wert. Und dann wird man aufgefordert, einen Namen auszusuchen, und ich habe meinen Donald genannt. Also der blonde Hund bei mir heißt Donald, weil ich ja darauf spekuliere, dass es dann später beim Händler Rang 50 einen blonden Seitenscheitel dann zu kaufen gibt. Nee, ist natürlich ein Witz, aber ich wollte halt einen blonden Donald als Hund, und den habe ich jetzt. Bei Xbox habe ich den Namen Zasso gewählt. Hasso kann ja jeder. Und wie ihr unten seht, das stand jetzt gerade in Rot. Wenn ihr einen zweiten Hund kaufen wollt, das geht nicht. Der zweite Hund, Alligator habe ich auch noch dazu bekommen. Der war einfach so da. Also wenn ihr einen zweiten Hund anschaffen wollt, das funktioniert nicht. Ihr könnt nur einen Hund haben fürs Lager. Und wenn ihr einen zweiten Hund anschafft, wird der erste ersetzt. Also der ist dann weg und der zweite Hund bleibt. Also überlegt euch das. Eine andere Sache sind ja die Preise beim Hehler, die diese Woche nach oben angepasst wurden. Und das ist sehr erfreulich. Ich zeige euch mal die neuen Preise. Wer es noch nicht zum Hehler geschafft hat, also hier, das ist sehr erfreulich. Silberring mit Emblem, $2,25. Und das ist hier die Platin-Taschenuhr, die kostet $8 jetzt. Und das sind hier die alten Preise. Nicht erschrecken, ich habe die alten Preise mal da gegenübergestellt. Und ihr seht, das ist wenig gewesen, was wir da bekommen haben. Und sind wir jetzt mal froh, dass wir diese Erhöhung bekommen haben. Und die Platin-Taschenuhr hat $3,25 gekostet und jetzt ist sie auf $8. Das sind wieder die neuen Preise hier. Und ich hatte ja in den letzten Tagen etliche Schmuckstücke zurückgehalten, weil ich darauf spekuliert habe, dass die Preise nach oben gehen. Und zum Hund muss ich nochmal sagen, ihr könnt mir gerne die Namen eurer Hunde mitteilen, würde mich interessieren, weil es ist manchmal sind ganz lustige Sachen dabei oder irgendwie ganz vertraute Sachen. Also schreibt mir gerne eure Hundenamen in die Kommentare rein, würde mich freuen. Ich sag ciao.